Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier bei Arthur in Rhodes, wo wir hier gerade einiges erlebt haben. Die Grabruhe gestört und eine kleine Prügelei angefangen. Aber es ist Abend, langsam Abend, 18.05 Uhr und deswegen machen wir uns auf zurück ins Lager. Hier hält uns im Moment nichts mehr. Wir haben zwei neue Waffen gekauft und ich denke, auf dem Weg zurück werden wir mal an geeigneter Stelle die beiden Pistolen so ein bisschen ausprobieren, wie sie so in der Hand liegen, wie sie sich anfühlen, wie sie schießen, ihr wisst, was ich meine. Können wir aber nicht direkt in Rhodes machen, weil hier noch, also weil Dutch uns ja ausdrücklich gesagt hat, wir sollen keine Waffen nutzen. Und das dürfen wir dann tatsächlich auch nicht und können es gar nicht. Okay, ich schieße mal hier auf so einen toten Baum auf dieser Wiese, das müsste eigentlich passen. So, allerdings müssen wir, glaube ich, die Waffen erstmal wechseln hier vom Pferd weg. Und zwar, wir nehmen jetzt mal den neuen Double Action Revolver hier in die rechte Hand. Das ist, glaube ich, immer die Haupthand. Und die Volcanic Pistole hier in die linke Hand. So, da haben wir bei beiden noch normale Munition. Das ist soweit okay zum Testen. So, der Double Action, der war, glaube ich, jetzt schneller in der Schussfolge. Warte mal kurz, ich will das nochmal ganz, ganz kurz vergleichen mit den anderen Waffen. Ich merke mir das immer nicht so gut. Also, der Double Action war im Gegenzug zum Kettleman, hatte er eine deutlich geringere Genauigkeit, aber eine höhere Feuerrate. Okay, verstehe. Reichweite und Schaden ist in etwa gleich. Gut, und die Volcanic, die war ja nun, zeichnete sich durch normale Reichweite, aber höheren Schaden aus. Mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Ja, was interessant ist durchaus. Ich meinte, vielleicht können wir die Volcanic einfach quasi als Nebenwaffe behalten, wenn wir zufällig mal kein Gewehr dabei haben. Dann ist das vielleicht so ein bisschen ein adäquater Ersatz. Okay. Gut, dann schießen wir erstmal mit dieser hier. Mal aus der Hüfte, ja, geil, ich treffe. Gut, okay, jetzt testen wir mal die schnelle Schussfolge aus. Ja, das ist wirklich ganz ordentlich. Machen wir kurz nochmal. Gut, fühlt sich nicht schlecht an. Okay, da haben wir also eine Waffe, die sehr schnell schießt, relativ wenig Schaden macht. Und dann haben wir die Volcanic auf der anderen Seite, die sehr langsam schießt, dafür aber viel Schaden macht. Okay, und die schießt auch nicht. Wir müssen sozusagen dann immer einmal durchladen, merke ich gerade. Aha, so wie beim Gewehr, alles klar. Tatsächlich, ist echt wie beim Gewehr, das ist sehr interessant. Er nimmt sogar, wenn er aus der Hüfte schießt, beide Hände dafür. Auch spannend. Okay, also für schnelle Gefechte ist die mit Sicherheit nicht. Das ist so ein Notgewehrersatz, ich verstehe schon. So, jetzt lädt er die nach, auch ganz interessant. Gut, was wir jetzt mal testen, wie die beiden Waffen zusammen funktionieren. Ist vielleicht in der Kombination auch gar nicht so übel. So. Scotch wird langsam nervös, aber ich denke, das genügt erstmal. Ich bleib mal bei den beiden. Mal gucken, wie die sich so machen und handhaben. Okay, also wir müssen, wenn wir im Lager sind, dringend auf was essen. Unser Gesundheitskern, da muss jetzt mal wieder hergestellt werden. Gut, dann lasst uns in die Richtung reiten. Eine schnelle, schöne Kutsche hier vor uns. Was ist hier los? Da war eine Schlange. Wir bräuchten immer noch irgendwie Schlangen. Für irgendwas brauchen wir nochmal ein Schlangenfell. Easy boy. Aber nicht jetzt. Jetzt treffen wir vielleicht nochmal auf einen Hasen oder ein Eichhörnchen. Das wäre auch nicht übel. That's my boy. Okay.
Da, oh, ich höre Schüsse. Ist das wieder unser mexikanischer Freund? Außerdem sehe ich da noch Wild. Das ist auch noch interessant, aber ich halte erstmal da zu den Schüssen hin. Tatsächlich, der macht auch Schussübungen, aber das ist... Das ist kein... Das ist nicht unser Mexikaner. Okay, es gibt noch mehr so einen Verrückten. Ja, ich würde mal sagen, wir sind dabei. Wir nehmen allerdings wie gewohnt unser Lancaster. Oh. Oh, verdammt. Oh. Entschuldigung. Ich habe mich... Verdammt. Das war keine Absicht. Wollen wir ihn jetzt erledigen? Beruhig dich, das war ein Irrtum. Na, triffst du uns? Okay, aber Scotch ist in Gefahr, das ist doof. Ach Mensch, Leute. Naja, weil es ein Irrtum unsererseits war, lassen wir ihn mal in Ruhe und reiten weg. Hey, pass auf, da schießt ein Verrückter. Ja, reit schnell weg, das ist gefährlich hier. Okay. Das war jetzt nicht unsere größte Tat. Müssen wir eigentlich hier schon runter? Sind wir hier schon bei unserer Gegend? Ja, sind wir. Oh, Mann, Mann, Mann. Verfolgt er uns jetzt noch? Verfolgt er uns jetzt echt ins Lager? Dann müssen wir natürlich agieren. Dann müssen wir natürlich agieren. Wenn er uns hinterherkommt... Okay, jetzt reicht's. Jetzt hat er verspielt, Leute. Jetzt gehen wir in das Feuerduell. Na, komm her, mein Freund. So. Tut mir leid. Vermutlich hätten wir noch öfter treffen können, um diese Wettbewerbe zu machen, aber manchmal gibt es so eine Missverständnisse. Gerade im Westen. Und dann kommt eins zum anderen, Leute. Gut, aber wir konnten nicht akzeptieren, dass er uns jetzt hier in Richtung des Lagers verfolgt. Allerdings, mir fällt gerade ein, dieser Typ müsste eigentlich einiges an Geld dabei haben, weil wenn er immer so eine Wetten abschließt, vielleicht sollten wir doch nochmal gucken, was er dabei hat, wenn wir ihn schon erschossen haben. Okay, $11,81, alles klar. Okay, ein leicht schlechtes Gewissen bedrückt Arthur jetzt ein bisschen. Ich hoffe, die Stimmung im Lager ist gut, damit das irgendwie wettgemacht werden kann. Und wisst ihr was? Vielleicht... Ah, wir gucken mal, ob wir erstmal einen Eintopf bekommen. Ansonsten essen wir was aus von unseren eigenen Vorräten. Aber ich habe überlegt, vielleicht könnte es die Stimmung ja heben. Ah, Sadie hat mir tatsächlich... Oh, Sadie hat uns was gebracht. Das heißt, sie hat das doch nicht so ganz ignorant aufgefasst, wie wir das gedacht haben. Was ich sagen wollte, vielleicht hebt es unsere Stimmung, wenn wir jetzt an diesem schönen Abend fischen gehen. Scheint ja noch möglich zu sein. Und der Eintopf scheint auch fertig zu sein, oder? Ich weiß gar nicht genau. John? Ich soll mich setzen? You must be nervous, being this close to the water. Oh, hey, Arthur. Don't you start. I left something for you by your tent. I'm just looking out for you. Just say thanks for the harmonica. Okay. Thank you. Ja, cool. Danke, Sadie. Bin ich ja mal gespannt. You ever read? Sometimes. Dutch taught me a long time ago. Why? No reason. Just wondered. Okay, I'll catch you later then. Sure. Ich kann euch ein Geheimnis verraten. Arthur liest nicht nur, er schreibt sogar ab und an. So, was macht John? Macht er Sadie an? Is that a journal I see you writing in? Something like that. That's good. Wo habt ihr die Suppe her, Leute? Ich möchte auch Suppe so, haben. Arthur, is it true about the bad luck? What bad luck?
I just broke my pocket mirror, and I remember me old ma saying that a broken mirror means 7 years bad luck. 7 years? We won't see 7 years out. Don't be ridiculous. But if I find a mirror on my adventures, I'll bring it back for you. Thank you, Arthur. Okay, Molly möchte einen Spiegel haben. Und das ist tatsächlich mal was, was wir jetzt direkt auch nicht haben. Ach, wisst ihr was? Im Moment ist hier so viel Leben im Lager. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe. Der proud Englishman. Don't fight other men's battles, boy. And anyway, my family weren't even English. Whatever you say. King Arthur. King Arthur. Ja, sehr schön. Nee, hier ist gerade so viel Leben. Es wäre doch schade, eigentlich jetzt hier was abzuhauen. Na, wir dürfen nicht einen Topf essen. Das ist ärgerlich. Da müssen wir unseren Kram essen. Na gut, es ist, wie es ist. Okay, setzen wir uns mit ans Lagerfeuer. Wo ist jetzt hier gerade das meiste los? Boah, dieser Sonnenuntergang, fantastisch. Charles ist, glaube ich, ein bisschen schweigsamer Gesell, aber... Read any interesting books recently? No. Leute, ich darf keinen Eintopf essen. No. You heard any good jokes? Yeah. Well, all right. Well, you fancy sharing it with me? No. You know, I won't want to be stuck in the wilderness with you, Charles. I've had more fun watching the grass grow. Please, go watch it. You know, someday you will warm up to me. Mm-hmm. Okay, heute ist Charles aber besonders schweigsam, habe ich das Gefühl. So, was essen wir denn? Ah, wir sollten vielleicht auf unsere Taschenmahlzeiten zugreifen. Wir hängen mal ein bisschen, essen mal ein bisschen, hängen, sage ich schon. Wildfleisch essen wir. Weil es abgehangen war, hatte ich die Assoziation. Und dazu gibt es ein Brötchen. Und weil wir es lange nicht mehr getan haben, können wir eigentlich mal... Oh ne, jetzt ist mal Zeit. Jetzt ist ein schöner Moment, Leute. Mal Zeit für eine schöne Zigarre. Leider haben wir das jetzt nicht gesehen, weil er am Tisch sitzt. Na gut, was ist mit euch los? Yeah, gonna do some sniffing around, see if I can drum up some leads. Well, do it quietly. Okay, well, let's talk more later. All right, then. You having a bad day or something? No. I get it. We'll leave you alone. All right, well, I should be getting on. Yeah? Ja, ich glaube auch. Hier ist jetzt nicht so viel los. Was ist bei den anderen? Hier ist Micah. The master of the house. Hi there. My father loved, in a way. But his brother. Oh, hello. My father hated with an almighty passion. He beat the slaves almost nightly. Whip them. Rape them. One night, my father was getting a whooping for the crime of being born by this horrible bastard. When his sister-in-law, the master's wife, walks in. Now, fearing for my father's life, she told her brother-in-law to stop. Well, not only did he not stop, he beat her, too. Next day, his brother, the master, shot him dead. The whole plantation cheered. The master gave my father his dead brother's watch and told him as he did so, time will catch up with us all. A year later... He set them free and hanged himself the very next night. Oh, wow. My father gave me that watch. Beautiful,
big pocket watch it was. And now, I gone and lost it fleeing Blackwater. Ah, shit. When I get some spare money, I'ma buy myself another one. To honor both my father and them folks that saved his life. Lenny, ich hab da in der Regel ein paar Taschenuhren immer am Start. Genau, Lenny. You okay? Ach, Leute, schon wieder. Wir haben sie ihm gegeben. Wir müssen damit ein bisschen geduldiger sein. Er hat sie gar nicht zur Kenntnis genommen, aber er wird uns schon noch danken. Das wird laufen, Leute. Ich war zu schnell. Er war, glaube ich, noch so in seiner Geschichte gefangen. Tja, Leute, Hosea ist hier. We should go fishing again soon. That was fun. Yes, I needed that. To clear the mind after everything. Yep. Absolut. Well, I should get back to it. All right, Arthur. Oh Gott, hier ist nur noch der Reverend. Oh, hello. Hello. Jetzt holst du wieder eine Schnapsflasche raus? Okay. You ain't out of it again, are you? I resent the accusation, Mr. Morgan. Naja. Er hat es. Er hat angefangen. Okay, Leute. Dann begeben wir uns, glaube ich, auch zum unserem Schlafplatz. Oh! Hier wird noch Musik gemacht. Da bin ich immer sofort dabei. Charles! Und Susan singt. Komm, wir bleiben noch. Buffalo gals, can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Buffalo gals, can't you come out tonight and dance by the light of the moon? I asked her, would she have a dance? Have a dance? Have a dance? I thought that I might get a chance to shake a foot with her. Buffalo gals, can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Buffalo gals, can't you come out tonight? Dance by the light of the moon. I'd like to make that gal my wife, gal my wife, gal my wife. I'd be happy all my life if I had her by me. Buffalo gals, can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Buffalo gals, can't you come out tonight and dance by the light of the moon? After would she have some talk? Have some talk, have some talk. Her feet covered up the whole sidewalk as she stood close by me. Buffalo gals, can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Buffalo gals, can't you come out tonight and dance by the light of the moon? Buffalo gals, can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Buffalo gals, can't you come out tonight? Dance by the light of the moon. Buffalo gals, oh, wow. Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Das zieht sie jetzt durch die ganze Nacht. Buffalo gals, can't you come out? Ich würde da gern tanzen. Dance by the light of the moon. Bravo! Applaus! Großartig! Sehr schön. Charles, auch gut gemacht. Hey there. What a song. Ja. Okay, jetzt gibt es noch was Melancholisches zum Einschlafen. Ich habe vorhin gesehen, John hat sich hinten auch schon wieder eine Flasche genommen. Naja, zum Feierabend geht das schon mal. Wer kommt daher? Setzt sich noch einer hin? Hey! Das ist mein Platz. Hat er sie jetzt direkt neben uns gesetzt? Er ist weggegangen. Er hat sein Geschirr da hinten nur abgestellt. Na, Kieran. Like your new home? I won't miss that other place, that's for sure. Keep your nose clean. Marston? Hi there. That scar healed pretty well in the end?
I'm stuck with him now. Okay, kommt, wir machen Feierabend. Wir legen uns hin. Und hier ist wieder Oil City am Start. Halt, unser Zelt ist ja da hinten. Gut, wir gucken nochmal schnell, was Sadie uns hier hingelegt hat, möglicherweise. Ah, Waffenöl, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist natürlich ein Geschenk ganz nach ihrem Geschmack. So, Leute, wir schlafen bis zum Morgen wunderbare, gesunde 8 Stunden. Okay, und werden aus unseren Vorräten essen. Heute mal ein bisschen Fischfilet mit Thymian. Ja, warum nicht? Hervorragend. Sehr, sehr gut. Und dazu gibt es heute früh allerdings keine Zigarre, sondern eine Zigarette. Und ja, was machen wir? Ich denke, wir haben jetzt nicht Lust auf irgendwas ganz Schwerwiegendes, Kompliziertes, aber ich sehe gerade, das Fischen ist zumindest im Moment nicht möglich. Insofern bleibt, zumindest was die Lageraufgaben betrifft, jetzt der Einbruch. Dann lasst uns den erledigen. Wird hoffentlich eine kleine Sache sein. Sean, hey, Arthur. Ich bin dabei. Yeah. So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. Couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Oh, eine Bande. Says they sehr hit cool. A train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was. Shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them. Maybe more. But I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Okay. Damn sons of bitches. Think they're mean? They're about to get a lesson in mean. So sieht's aus. You just keep your cool, you hear me? Genau, lass uns die Sache machen. Kein Mist machen, Sean. Boy. Okay, wo geht's lang? Hold. Bin gespannt. How far is this place? It's a bit of a ride. Not too bad. Back up north a stretch. Not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there. Sitting around waiting to be told, I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause. As from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, yeah, I know. How many times do you have to tell me? Well, what's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies and the like. In fact, you don't know that, suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry.
You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good showing there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now, that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stopped giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head, but you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much further. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. I don't even know what I'm here to no more. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. Gegen Kemper eigentlich. Be off the road up ahead. Ah, da oben, da waren wir schon mal. Up here, Morgan. Da waren wir schon mal an dem Haus. Ich glaube, da war, klar, da war erstmal für uns noch nichts Besonderes ersichtlich. Aber jetzt ist es ein Bandenlager. So, was haben wir mit? Wir haben die Pump Action und das Lancaster. Ja, hervorragend. Gute Wahl. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Okay, ein Leben lassen. Das macht die Sache gleich ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall ein guter Punkt zum Spionieren. Look. There's one of them outside. This is good. It is. Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Hier? Hier sollen wir jetzt bleiben? Das finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich meine, wir können wenigstens zum Stein da vorne, obwohl wir haben hier ganz gute Sicht, oder? Ich fühle mich nicht so wohl bei der Aktion. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. There were a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. Ja, das war jetzt nun sehr clever gemacht. Oh, verdammt, die kommen von der Seite. Das. Wo ist Lenny jetzt hin? Aus dem Wald, oder? Ah, steht ganz schlecht. Okay. Ganz blöde Situation irgendwie. Nice and easy. You saw what we did to your pals here. Okay, okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. You know what?
Just get the hell out of here and don't look back. Was hat er gesagt? An der Wand zum Schlafzimmer? Hier? Hier. Hey, this is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks got stashed. There's got to be other places out there like this. Okay, alles klar. Gut, wir bleiben noch mal ein bisschen hier und durchsuchen noch mal den Rest hier. Da ist nämlich noch mehr. Eine schöne Geldscheinklammer. Nochmal 10 Dollar, wunderbar. Munition lassen wir jetzt auch nicht liegen. Gut möglich, dass hier noch irgendwelche Kumpels kommen, aber wir durchsuchen erstmal das Kästchen. Achso, das ist ein Pistolenkästchen. Aber ich glaube, was da drin ist, haben wir schon. Sonst würde das, glaube ich, gelb leuchten. Das ist... Was? Eine... Eine Double Action. Oh, die haben wir gerade. Oh, jetzt haben wir unsere Volcanic. Nee. Wartet mal. Wir nehmen die dreckige Double Action. Die kann da wieder hingelegt werden. Tja, hätten wir ein bisschen Geld gespart, hätten wir ein bisschen Geduld gezeigt. Man kann, glaube ich, fast alle Waffen auch irgendwie finden. Habe ich jetzt die dreckige weggelegt oder was? Ich will die Volcanic haben. Aber wisst ihr was? Das ist unsere gute Double Action. Jetzt kapiere ich. Okay, pass auf. Wir nehmen mal die dreckige. Und dann tauschen wir aus. Nee, so geht's nicht. Hm. Er legt immer die Zweitwaffe ab. Das ist eh egal, weil wir am Ende... Aber ich will diese dreckige einfach loswerden. Sonst... Wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal, wir nehmen... Ach, ich weiß es auch nicht. Ich krieg die jetzt nicht mehr... Egal. Es ist, wie es ist, Leute. Das Item-Management ist ein bisschen unflexibel hier. Kann sein, dass wir jetzt eine zweite Double-Action haben. Gin benötigen wir nicht. Guama Rum auch nicht. Aber gesalzenes Fleisch nehmen wir gerne mit. Käse zum Frühstück. Wunderbar. So, noch irgendwas? Da auf dem Kamin steht noch was, sehe ich. Schwarzgebrannter. Können wir beim Hehler verkaufen. Alles andere ist, glaube ich, nicht interessant. Durchsuchen wir noch mal ein bisschen Leichen. Verstreut ums Haus herumliegen. Das war irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Wir hätten wahrscheinlich einfach oben bleiben sollen. Da hätten wir die beste Sicht gehabt. Das war... Das ging alles ein bisschen durcheinander hier. Bei dem Angriff bin ich ganz zufrieden. Dass irgendjemand ist da runtergestürzt. Da klettern wir jetzt aber nicht runter. Da sind wir zu faul. Auf der anderen Seite noch jemand. Ja, da liegt auch noch einer. Na, Scotch. Da hinten. Der kam aus dem Wald, genau. Okay. Gut. Das wäre es erstmal hier. Mir bleibt schon ein bisschen die Stimme weg, liebe Leute. Ja, wir machen Pause. Arthur wird das nächste Mal... Oh, schaut mal. Hier ist irgendwas Interessantes. Eine fremde Person hier ganz in der Nähe. Das ist erfreulich. Das werden wir uns mal anschauen, was da unten los ist. Ansonsten könnten wir mal wieder... Nur bisher unbekannte Gegend uns ein bisschen näher anschauen. Zum Beispiel hier, Arisfield und Ringneck Creek. Ich glaube, hier sind wir noch nie hochgeritten. Das liegt noch ein bisschen im Verborgenen. Kann sein, dass dieses Gebäude uns da auch noch unbekannt ist. Ich markiere das mal, dann erinnere ich mich beim nächsten Mal daran, was wir machen wollten. Und hier, genau, das auch. Die drei Sachen. Also, warte mal, die Markierung kann weg. Das war die schreckliche Schweinefarm, an die wir uns noch sehr gut erinnern. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.